Hi Leute, nach einer langen Pause bin ich wieder da und heute habe ich eine Gatling strombetrieben. Also, das ist eigentlich die Hauptwaffe. Hier kommt die Munition rein. Das ist die Kette. Also es fliegt vorne nichts raus, aber sieht cool aus. Und hier Schulterstütze und ja, Durchguck. Okay, kommen wir erstmal zur Hauptwaffe. Hier hinten ist ein Motor. Wenn man das hier aufklappt, sieht man hier ein Rad. Da legt man dann hier die Kette ein. Wenn man den Motor hier betätigt, den dreht sich dieses Rad und die Kette geht hier drüber und läuft da runter. Ich mache es jetzt einfach mal mit offen, ohne irgendwie jegliches Accessoire. Da muss ich es mal in die Hand nehmen. So. Seht ihr das auch gut? So, jetzt mache ich an. Und ja, es läuft an der anderen Seite darunter. Hier, also ich rolle jetzt mal die Kette zusammen. So, die Kette ist zusammengerollt. Jetzt kommt die hier rein. So, jetzt knackt man die dran. Legt die Kette wieder hier rein. So. Dann machen wir dieses Accessoire hier dran. Machen wir einfach, einfach hier so. So. Jetzt kann man das hier hinten als Schulterstütze. Oder man macht das so. Da kann man hiervon nicht getroffen werden. Hier. Aber man kann dadurch schon. Also es ist eigentlich ganz gut. So, jetzt machen wir hier zu. So. Und man kann es natürlich auch einfach einklappen. So oder so als Schulterstütze nehmen. Oder so als Durchguck. Ich mache es jetzt einfach mal ohne. So, hier hat ein dunkles Visier und hier vorne Schalldämpfer. Die Waffe ist ja innen. Hohl, damit die nicht jetzt so allzu schwer ist, weil die wiegt doch schon sehr viel, weil es sind ja Batterien, Batteriebox und Motor und alles hier drin. Dann nehme ich die jetzt einfach mal hoch. Oh, am besten setze ich mich wieder hin. 3, 2, 1, 2. Gut. Viel muss ich dazu nicht sagen. Das hier ist die Kette. Kennt ihr bestimmt. Kann man ja alles auseinandernehmen. Das sind aus solchen kleinen Teilen hier. Ja. Daraus habe ich diese gebaut. Und ja, da habe ich die hier als Munitionskette genommen. Die Waffe finde ich eigentlich an für sich sehr gut. Hat nicht lange gedauert, war nicht schwer. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.